Christmas memory. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. Presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben wie immer Adventskalender ausgepackt und gefrühstückt. Jetzt habe ich mich gerichtet, dass ich gleich mit den Kindern in den Bioladen laufen kann. Ein Mittagessen holen, Obst und Gemüse fehlt. Wir brauchen jetzt einiges an Milch, Hafermilch und normale für unsere Kaffeemaschine. Wir haben heute Morgen schon ganz viele Leckereien gemacht. André hat ein Espresso Macchiato gemacht, also ein Espresso mit ein bisschen Milchschaum oben drauf. War auch mega lecker. Ich war schon kurz auf Instagram und heute haben irgendwie, weiß nicht, Vollmond oder schlecht geschlafen oder einige so ein bisschen eine Motzlaune an den Tag gelegt. Einer hat mir geschrieben, wenn das dein Weihnachtsgeschenk ist, warum packst du das jetzt schon aus und lass es nicht unterm Weihnachtsbaum stehen? Dann habe ich zurückgeschrieben, na, weil ich 34 bin, viel Arbeit und Kaffee brauche. Aber das muss ja jeder so machen, wie er möchte, ne? Manche warten mit dem Weihnachtsgeschenk. Ich habe es jetzt schon ausgepackt. Dann hat noch jemand geschrieben oder einige geschrieben, dass unsere Kinder ja so viel bekommen. Und wenn ich so weitermache, muss ich denen zum 18. Geburtstag ein Ferrari schenken. Das ist meine Motivation. Ich habe noch 15 Jahre Zeit, bisschen weniger. 14 Jahre und ein paar Monate, das schaffe ich. In 14 Jahren kann ich doch wohl auf einen Ferrari hinarbeiten. Irgendwie motivieren mich diese Nachrichten ungemein. Am Anfang haben sie mich runtergezogen und jetzt ist es gerade andersrum. Ich bin so motiviert, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Nicht, weil ich es irgendwie jemandem zeigen muss oder weil ich gegen Neid ankämpfen möchte, sondern weil mich das wirklich motiviert. Ich finde, man sollte alles umdrehen können und alles ins Positive ziehen können. Und ich bin da echt gut drin, dass ich mittlerweile schon sehr viel ins Positive einfach super umwandeln kann. Deswegen habe ich super viel Energie heute Morgen schnapp mir jetzt die Kinder und gehe zum Bioladen. Wir haben heute nichts Spezielles vor. Ich habe aber in einer Insta-Story gesehen, dass am Mummelsee ganz viel schöner Schnee liegt und habe überlegt, ob wir da vielleicht morgen hinfahren. Es ist zwar eine Stunde Fahrt von uns,
Aber vielleicht können wir über den Mittagsschlaf von Ben das machen, dass er schläft im Auto und dass wir dann ein bisschen in den Schnee gehen mit Mia und den Kindern und ja, am Mummelsee ein bisschen spazieren gehen. Mal schauen. Aber das wäre dann eh erst morgen. Heute machen wir noch einen chilligen und nehmen euch natürlich wie immer mit. Viel Spaß! Wir noch eine Runde schaukeln hier draußen und dann gehen wir kochen. Unsere Bioladenausbeute, meine Lieben. Liantin hat sich breite Bandnudeln ausgesucht. Dann haben wir einmal Schupfnudeln, einmal Spätzle mitgenommen. Die werden wir jetzt gleich machen mit Rahmsoße und Rotkohl und Knödel. Also die Kinder bekommen die Spätzle und ich und André Knödel und Rotkohl. Dann haben wir Pommes für den Vorrat mitgenommen. Butter hat gefehlt. Kokosmandelcreme, Mella Mama zeigt die immer in ihrer Story und ich habe gedacht, ich muss die jetzt mal ausprobieren. Mandelcreme liebe ich ja und Kokos mag ich auch gerne, also ja, mal schauen, wie die schmeckt. Dann einmal Lianas Lieblingstofuwürstchen und Räucherknacker. Ich möchte eine Karottensuppe machen und da macht man Erbsen und Tofuwürstchen rein. Deshalb, genau, habe ich die mitgenommen. Dann einmal laktosefreien Cottage Cheese. Laktosefreien körnigen Frischkäse, einen Kürbis, das ist jetzt vor allem Gemüse für Ben, Zucchini, Avocado, Brokkoli, Orangen, Bananen, Obst und Gemüse. Dann habe ich mal einen großen Vorrat an Milch eingekauft, weil wir ja jetzt unsere Kaffeemaschine haben und heute Mittag zum Beispiel meine Eltern schon kommen zum Kaffee. Dann wollte Marina auch mal vorbeikommen die nächsten Tage, deswegen habe ich gedacht, haltbare für den Vorrat und mal drei frische. André und Lianchen trinken ja auch die normale Milch, wobei Liana auch Hafermilch trinkt und ich nur Hafermilch. Und das Rotkohl für heute Mittag und zum Kaffee zwei Dinkel-Twister. Die schmecken so lecker und die haben die nicht immer, deswegen habe ich da jetzt gleich zugeschlagen. Ich werde jetzt kochen, wie gesagt, Spätzle mit Rahmsoße und Rotkohl und Knödel. Jetzt war der kleine Ben schon dreimal wach und ich musste immer wieder nach oben rennen. Also das Mittagessen zieht sich gerade. Rotkohl habe ich schon drin, die Knödel sind im Wasser. Und jetzt mache ich noch die Spätzle hier rein. Und vielleicht darf ich noch mehr davon. Und Liana isst hier schon alles kalt, weil sie Hunger hat, die Arme. Hast du Hunger, Schatz, ne? Mhm. Der Ben war so oft wach. Ich ja. Das Essen ist endlich fertig. Es gibt Rotkraut mit Knödel und Rahmsoße, wie ihr schon gehört habt. Lianchen hat Tofuwürstchen und Spätzle mit Rahmsoße. Bändchen kriegt nachher auch ein paar Spätzle. Das sind Dinkelspätzle. Und ja, mal gucken, irgendwas Gemüsiges mache ich ihm noch dazu. Aber er schläft gerade noch. Und hier gibt es noch Nachschub. Lecker. Und danach, was gibt's danach? Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso Macchiato. Milch vielleicht nochmal. Milch für dich oder ein Kaba. Milch. Okay. So, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht 10 Kaffee am Tag trinke, aber ein Espresso. Muss jetzt sein. Kennt ihr den Tipp, Zitronensaft reinzumachen, wenn man Kopfschmerzen hat? Das funktioniert bei mir immer. Frischer Zitronensaft, in Schuss rein und das hilft super gegen Kopfweh. Habe ich nämlich aktuell leider sehr oft. So, ich werde jetzt Wäsche aufhängen und dann noch die Küche sauber machen. Das willst du nächst und Liana möchte Paw Patrol schauen, aber eine andere Folge. Welche Folge, mein Schatz? Die, wo ich mag. Dann schauen wir mal. Mama mag gerne. Welche noch? Mama mag gerne. Die da? Ein Tintenfischbaby wird von seiner Mutter getrennt. Die Paw Patrol hilft. Die da? Okay. Meine Lieben, jetzt haben wir gerade schön Kaffee getrunken mit meinen Eltern. Meine Mami hat auch Latte Macchiato probiert und fand die Maschine auch sehr gut. Sie hat ja selber eine De'Longhi und ja, der Kaffee hat ihr geschmeckt. Jetzt werde ich schnell mit Bändchen in den DM, weil ich ja dringend Geschenkpapier brauche. Ich möchte alle Weihnachtsgeschenke so langsam verpacken, dass ich das auch abgehakt habe. Und deswegen fahren wir jetzt schnell los. Liantin ist bei Oma. Los geht's! Schon bin ich wieder zurück und habe einfach nur hier diverses Geschenkpapier mitgebracht und so kleine Dinger zum oben drauf kleben. Und heute Abend packe ich dann mit euch die Weihnachtsgeschenke ein.
Wir werden jetzt ein bisschen mit den Kindern spielen vor dem Abendessen. Wir haben gerade gesagt, dass wir Lianchen heute nicht mehr, morgen oder übermorgen, dieses obere Zimmer richtig schön machen wollen als Kinderzimmer. Es gibt jetzt immer wieder mehr die Situationen, dass Liana alleine spielen möchte, dass sie sich was Schönes aufbaut mit den Paw Patrols oder irgendwas mit den Puppen. Und dann kommt halt der kleine Ben und zerstört alles. Brrm, brrm, du, genau. Das ist einfach doof für sie. Der Ben versteht das noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir morgen oder übermorgen dieses Zimmer richtig schön. Und dann hat sie dieses Zimmer als Rückzugsort. Das heißt, wenn sie wirklich alleine spielen möchte, dann kann sie hier hingehen. Wenn sie mit ihrem Bruder zusammenspielen möchte, dann kann sie im Spielzimmer spielen. Aber ja, sie wird jetzt fast 4 und wenn sie sich halt sowas Schönes aufbaut, ist es klar, dass sie dann, ne, traurig ist, wenn der Ben das alles zerstört. Trotzdem werden wir natürlich nach wie vor versuchen, alle zusammenzuspielen. Oder halt, ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo dann vielleicht die Streitereien nicht irgendwie stärker werden, weil wenn sie sagt, sie möchte alleine spielen, dann kann sie hier oben, dann respektieren wir das alle, dass sie alleine spielen möchte. Und wenn sie aber sagt, das ist okay, und das macht sie voll oft, dass sie sagt, das ist okay, wenn er es kaputt macht, dann kann sie unten spielen. Mal gucken, ob das eine gute Lösung ist. Wenn ihr Geschwisterkinder habt, dann sagt mir mal, wie ihr das macht, weil man kann ja auch nicht die ganze Zeit aufpassen und den Kleinen wegnehmen, weil das frustriert auch Ben total, wenn er dann halt nicht dahin darf. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es besser, wenn sie hier so ihr eigenes Zimmer hat und unten eben immer dann alle zusammenspielen. Mal gucken. Gehen wir morgen mal an. Ne, du süße Maus? Trouble, das hast du gut gemacht. Tag ist wieder frei. Und jetzt ist es noch Winter, Marshall. Er steckt fest im Lasernetz. Und Everest. Oh nein, Everest steckt auch fest. Du schaffst das. Komm, Rubble. Ich schaff das. Ja. Ja, Marshall ist frei. Rubble, bring ihn zu mir, dann ist er außer Gefahr. Sehr gut. Ich passe auf ihn auf. Jetzt musst du noch Baby Everest holen. Ja. Sie steckt fest. Na gut. Da. Boah. So. Sehr gut, jetzt hol sie raus. Oh, der kleine Monster kommt schnell. Nicht auf die Batzen. Nochmal das da und jetzt das da oben drauf. Ja. Ja, super, Ben. Nur noch so rum. Perfekt. Und jetzt das. Ich mach ihn. Hilfst du ihm? Nee, erst das, was er hat, genau. Mach's mit ihm zusammen. Ich will das. Zusammen? Sehr gut. Super. Das da. Jetzt das Rosane. Hoppala. Super. Weißt du, der muss das lernen, Schatz. Wir helfen ihm. Rosa, hellblau und gelb. Und jetzt da was umschmeißen, okay? Ja! Das ist auch ein schönes Spielzeug, ne? Oh. Müsst ihr nochmal bauen? Schau mal, man kann es auch andersrum machen. Man kann auch die Becher reinmachen, Ben. Zack. Mach mal den da rein. Super. Jetzt den da. Gut, machst du das, den da. Super. Jetzt den da. Fall nicht um, mein Schatz. Und den da. Der Regenmacher. Schön. Meine Lieben, ganz unspektakuläres Abendessen. Einfach Brotzeit machen wir jetzt. Und dann gehen die Kinder ins Bett. Nee, erst noch in die Badewanne. Meine Süßen sitzen jetzt hier in der Badewanne und pflanzen. Das lieben die zwei total. Ne? Zu zweit in der Badewanne, da kann man wirklich eine halbe Stunde entspannen. Aber ich kann ja meine Füße eh nicht stillhalten. Das heißt, meistens räume ich ein bisschen das Badezimmer nebenher auf oder lege Wäsche zusammen hier genau neben ihnen und mache so ein bisschen was. Aber jetzt wasche ich sie gleich ab, die beiden Süßen. Und dann bringe ich Ben ins Bett und dann habe ich Liana versprochen. Toll, mein Schatz. Liana guckt immer, dass der Ben nichts in den Mund nimmt. Toll. Dann habe ich Liana versprochen, dass wenn der Ben schläft, dass wir noch was machen. Entweder noch eine Runde spielen oder noch eine Folge schauen oder Lotti Karotti oder Quartett. Oder Paw Patrol spielen.
Oder Paw Patrol spielen, genau. Irgendwas machen wir noch zusammen, wenn der Ben schläft. Stimmt's? Meine Lieben, ich bin jetzt auf der zweiten Ebene über dem Büro. Da unten ist das Büro. Ich bin auf der zweiten Ebene. Hier befinden sich alle Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Und ich werde jetzt mal versuchen, einiges einzupacken. Ich habe dieses Bällebad, habe ich euch schon gezeigt. Und das sind die Bälle, die ich bei Liana hatte. Aber ihr seht, es ist nur der Boden, der bedeckt ist. Das heißt, da müssen einige noch dazukommen. Und ich habe mehr Bälle bestellt. Und zwar gab es die im Angebot, ich glaube, das sind 500 Bälle für 20 Euro. In grau-weiß. Passt jetzt nicht unbedingt zu den Farben. Aber es war ein gutes Angebot. Deswegen packe ich die jetzt mal aus und schmeiße die da dazu. Na, das sieht doch schon besser aus. Dieses Bällebad werde ich natürlich nicht einpacken. Da werde ich diese Decke drüber legen und das so dann unter den Tannenbaum stellen. Vielleicht eine Schleife drauf machen an Heiligabend und dann dürfen sie das einfach nur aufdecken. Grau-Weiß sieht gar nicht so schlecht aus, weil außen ist es ja auch grau. Also die Mischung finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Das nächste Geschenk, was schwierig ist einzupacken, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen versuchen, ist das Hauptgeschenk, was Bändchen bekommt. Und das ist von Skip Hop, dieser süße Fuchs. Ich habe den euch schon mal in einem Vlog gezeigt. Den kann man eben als Rutschauto benutzen. Man kann aber diese orangene Wanne auch wegmachen. Dann ist es ein Roller, das ist auch höhenverstellbar. Und man kann diese Wanne auch umdrehen und dann hat man sozusagen einen Einkaufswagen. Den probiere ich jetzt mal so ein bisschen einzupacken. Ich zeige euch jetzt einfach schon mal alle Geschenke und danach gehe ich ans Einpacken. Habe ich euch auch schon gezeigt, ist auch für Bändchen. Diese Zieh- und Schaubücher kann ich euch total empfehlen. Liana hat die auch geliebt und jetzt ist es für Ben auch ein richtiges Highlight, diese Dinger hier immer rauszuziehen. Mit einer Hand jetzt ein bisschen schwierig mit der Kamera. Moment. Zack, und da kommt dann immer ein anderer raus, wenn man die zieht und schaut. Und umso öfter man das macht, umso einfacher geht es dann auch. Und das ist ein Weihnachtsbuch, Eisbär Oskar sucht den Weihnachtsmann. Das kriegt der Ben. Dann das da habe ich ja auch von einem zuckersüßen kleinen Shop, Lili Lotta heißt er, glaube ich. Ich verlinke ihn euch nochmal in der Infobox. Kleine Shops müssen unbedingt unterstützt werden. Und das ist so eine Kugelbahn, aber mit so kleinen Autos. Und dann bekommt Benchen noch von Baby Einstein die Magic Touch Drums. Genau, also das sind die vier Geschenke, beziehungsweise Bällebad ist natürlich für Bändchen und Liana. Und dann ist das das Hauptgeschenk und das die drei Nebengeschenke, wenn man so möchte. Ganz schön viel für ein fast einjähriges Baby. So, und dann kommen wir zu Lianas Geschenken. Das wisst ihr ja schon alle, sie wünscht sich ja wahnsinnig arg diese Mighty Pops Zentrale. Gott sei Dank haben wir das nochmal mit ihr besprochen. Viele haben ja gesagt, verratet ihr das, glaubt sie nicht an den Weihnachtsmann. Aber wir haben ja einen Geschenkwunschzettel an den Weihnachtsmann geschrieben. Und ich habe ja überall diese alte Zentrale gesucht, weil das eigentlich am Anfang ihr Wunsch war. Aber jetzt hat sie ja die Mighty Pops angeguckt, also diese neue Super Paw Patrol. Und jetzt will sie abartig, total arg, diese Zentrale. Also ja, Gott sei Dank haben wir da mit ihr das besprochen, weil jetzt sagt sie immer, ich hoffe, der Weihnachtsmann bringt die Mighty Pups Zentrale. Das ist so ihr Hauptgeschenk. Und das da, ihr Lieben, das war echt ein riesen Glücksgriff. Und zwar gab es dieses XXL-Puppenhaus bei Aldi. Aldi oder Lidl? Ich glaube Aldi. Ja, ich glaube Aldi. Und da wir haben ja von meiner Mama ein ganz tolles Puppenhaus, aber wir suchen noch ein Puppenhaus für die Paw Patrol, weil Liana die Paw Patrol jeden Tag 24 Stunden, 12 Stunden bespielt und wir die immer schlafen legen. Und für die Paw Patrol habe ich ein Haus gesucht. Und dann hat mir irgendjemand, oder wir haben es im Prospekt entdeckt, dieses große Puppenhaus. Und das hat nur 35 Euro gekostet, aber es war überall ausverkauft. Also habe ich auf Instagram einen Aufruf gestartet, ob noch irgendjemand eines findet oder sieht. Und Jule von
Principessa von dem YouTube-Kanal und auch auf Instagram sind sie, haben mir dieses Puppenhaus gefunden. Der liebe Ralf, ihr Mann, hat mir sofort geschrieben, hat gesagt, hey, ich habe da noch welche gesehen, ich fahre da sofort morgen hin, und haben mir dann wirklich eins geschickt. Übrigens auch geschenkt, weil als ich die Aktion für Laurin gemacht habe, die Spendenaktion, haben sie mich angeschrieben und haben gesagt, spende das lieber an Laurin, wir wollen kein Geld für das Puppenhaus. Herzensmenschen, sage ich euch. Also Jule und Ralf, Wahnsinn, ganz, ganz, ganz Liebe. Jetzt, das heißt, Liana bekommt das jetzt praktisch von denen geschenkt, beziehungsweise ich habe jetzt das Geld an Laurin gespendet, was ich eigentlich ihnen schulde. Genau, da freue ich mich total drauf. Ihr seht XXL-Puppenhaus mit 80 Teilen, also alles, was ihr da drauf seht, diese kleinen süßen Dinger, die Einrichtungen, die Puppen, die kleine Gitarre, das Babybett, der Aufzug, Sticker zum individuell Gestalten, das ist da alles drin. Ich werde das aber vor Heiligabend auspacken und aufbauen, weil eine Zuschauerin mir geschrieben hat, dass das ein bisschen tricky ist und dass das gar nicht so einfach ist zum Aufbauen. Und ja, da wir an Heiligabend da jetzt nicht stundenlang aufbauen möchten, möchte ich das vorher machen. Das heißt, das packe ich jetzt nicht ein. Das wollen wir auspacken und aufbauen für Liana. Das werde ich aber jetzt heute Abend nicht mehr schaffen. Das wird dann die nächsten Tage irgendwann passieren. Also das heißt, ich packe jetzt die Mighty Pop Zentrale ein, und weil dieses Puppenhaus so günstig war, beziehungsweise wir es jetzt geschenkt bekommen haben, bekommt sie das auch noch. Dann habe ich ja noch so kleine Geschenke in Anführungsstrichen. Einmal ein Paw Patrol Memory. Einmal dieses Spiel, und zwar ist das die Tierwelt Entdecken Rate- und Puzzlespiel mit 32 lustigen Figuren aus Naturholz. Spielen, erzählen und lernen. Ab 3 Jahren 2 bis 4 Spieler. Dann auch von dem süßen kleinen Shop, wo ich die Murmelbahn, Autobahn für Ben her habe, ist dieses schöne Waffeleisen, auch komplett aus Holz. Ganz tolles Holzspielzeug. Ich versuche euch mal alles in der Infobox zu verlinken, falls ihr auch noch was braucht. Und dann habe ich noch diverse Dinge von Nebulos Stars. Liana steht ja so total auf Meerjungfrauen und Meerestiere, weil auch über die Paw Patrols gibt es da ja so manche Folgen, die im Meer zu tun haben. Und da werden dann die Paw Patrols zu Meerfellfreunden. Auf jeden Fall sind wir dadurch auf dieses Thema Meerjungfrau gekommen. Und dann habe ich die Nebulos Stars entdeckt, und das sind ganz, ganz tolle, zuckersüße Meerjungfrauen. Da gab es einmal das Puzzle, das ist allerdings ein sehr großes Puzzle, 100 Teile ab 6 Jahren, aber Liana puzzelt so toll, dass ich ihr das zutraue, natürlich mit uns zusammen. Dann gab es hier, seht ihr das, so eine riesige Rolle mit Stickers, 515 Stickers sind da drin und 575 sogar, und eben auch mit Meerjungfrauen und Glitzer, und ja, da steht Liana total drauf. Dann gab es so eine komplette Stiftebox. Da sind auch Stifte drin, Radiergummis, ein Block. Das da. Tattoos. Tattoos sind natürlich hier auch immer total im Kommen. Und das da ist auch so was Süßes, da kann man Armbänder draus machen, da sind so kleine, oder Ketten sogar, vielleicht ist es auch eine Kette. Kette und Armbänder mit so kleinen Häkchen, mit so kleinen Anhängerchen. Also ja, wenn es euch interessiert, ich verlinke es euch auch in der Infobox. Nebulos Stars ist eigentlich für ein bisschen größere Mädchen, aber Tattoos, Stickers, Stifte, ne, geht auch bei unseren Mädchen schon sehr, sehr gut. Ihr Lieben, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel hier oben. Aber ich muss mich immer auf die zweite Ebene verdrücken, wenn ich sowas mache, weil, ne, das kann ich nirgends liegen lassen. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep.
Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Muss ich doch unterbrechen und an einem anderen Tag einpacken, weil der kleine Ben ziemlich unruhig ist. Ich war jetzt schon dreimal bei ihm drinne. Ich bleibe jetzt einfach gleich nach ihm liegen, nachher neben ihm liegen, wenn ich den Vlog fertig geschnitten habe. Ich mache jetzt gerade noch den Teil mit dem Geschenkepacken dran, dass wenigstens der Vlog fertig ist. Und die Geschenke packe ich dann an einem anderen Tag ein. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten, ne? Heute ist der 9. Also ja, ihr Lieben, deswegen beende ich jetzt den Vlog und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.